Uns wird jetzt gleich eine junge Dame auf der Bühne besuchen, die für den Argeslam bei den österreichischen U20-Meisterschaften antreten wird. Macht nochmal kräftig Lärm für Rebecca Heims! Das ist nicht okay. Ist so ein Wort, das bleibt. Hebt sich ein wenig ab von, gib mir mal die Butter oder reich mir bitte mal den Honig. Kannst du noch Klopapier kaufen? Ja, ich muss auch noch zum Billa. Bitte bring mal Tampons mit. Die Wörter, naja, hören wir täglich. Werfen sie uns um die Ohren und verstehen sie doch, merken uns wenig. Ich weiß nicht, wann ich dir das letzte Mal Tampons vom Billa mitbringen sollte, aber ich weiß noch, als du in der Küche standst, die Hand am Kuchenblech, der Blick auf die am Boden liegende Torte und sagtest, das ist nicht okay. Ich heiße Rebecca Heims, ich komme eigentlich gebürtig aus Mainz, also aus Rheinland-Pfalz. Bin fürs Studium nach Salzburg gezogen, also ich bin Snowboardlehrerin im Salzburger Land, bin dann hier unten gelandet und ich bin 20 Jahre alt. Doch in dir, da kocht es. Da möchte es schreien, Mann, Alter, jetzt bring doch nicht ständig neue Menschen mit heim und jetzt bring auch mal den Müll raus. Und es kotzt mich an, dass man dich im Moment oft mehr auf allen sozialen Netzwerken als in Wirklichkeit sehen kann. Und du beteiligst dich gar nicht mehr, du, gar nicht, null. Jetzt putz das Bad und halt die Klappe jetzt. Ich will meine Ruhe. Besonders gefällt mir, dass die Menschen alle sehr positiv sind. Also ich habe vorher viel vorgesprochen für Schauspiel und das ist ein sehr hartes Pflaster, ein sehr gemeines Pflaster. Es wird oft, also was heißt gemein, aber es ist halt ein Konkurrenzkampf. Man merkt den Kampf, man kommt dahin, die Menschen wollen sich nicht so wirklich interagieren und beim Poetry Slam kommt man rein und es ist gleich familiär. So, es ist schön, dass du da bist, es ist schön, dass du mitmachst. Ich hasse dich manchmal, weißt du das? Und manchmal siehst du echt komisch aus. Ich mag das nicht, ich will das nicht und nein, ich mach's so nicht weiter. Du hast es versprochen, es tut mir leid. Nein, das tut mir nicht leid. Jetzt komm mal runter von dem Tisch, dafür reichen die Tanzskills nicht. Ich liebe diesen Moment, wenn man auf die Bühne geht und noch nichts gesagt hat. Und man steht so oben und richtet so das Mikro ein. Und man hat so, da ist so ein Gefühl im Raum, wenn so alle darauf warten, dass du was sagst. Und das ist unglaublich schön. Also die Momente, dafür mache ich das eigentlich so.